Hallo Radfreunde, wie ihr seht, bin ich heute mal wieder mit meinem Trekkingrad unterwegs. Das bedeutet, ich möchte eine größere Tour machen, streckenmäßig, und habe mir dafür heute einen Tag Urlaub genommen. An dem Freitagmorgen bin ich jetzt also mit dem Fahrrad unterwegs und das Wetter scheint sehr vielversprechend zu sein. Macht richtig Laune, heute Morgen hier mit dem Fahrrad eine größere Radtour angehen zu können. Ziel ist heute mal die Schwäbische Alb. Da war ich zum letzten Mal mit dem Fahrrad im Herbst letzten Jahr. Somit das erste Mal, dass es wieder auf die Alb geht. Das Ziel für die Tagestour ist der Reichberg. Der befindet sich in der Nähe von Hechingen hinter der Burg Hohenzollern. Doch bevor es auf die Alb geht, heißt es jetzt erstmal das Neckartal zu durchqueren, und ich werde jetzt erstmal ins Neckartal hinunterfahren und anschließend im Neckartal ein Stück weit folgen in Richtung Starzeltal, und das Starzeltal wird mich dann in Richtung der Schwäbischen Alb führen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei, ihr könnt mich jetzt auf der Tour begleiten. Für mich geht es jetzt erstmal runter ins Dietzener Tal, und hier oben auf der Höhe hat es frische 5 Grad, aber ich werde von der Sonne gewarnt. Die strahlt heute richtig stark, war nicht zu erwarten. Die Wettervorhersage hat etwas mit 11 Grad und Bewölktheit vorausgesagt. Deshalb freut es mich umso mehr, dass heute der Himmel klar ist, die Sonne scheint. Doch jetzt geht es runter ins Tal. Ich merke, wie es schon kälter wird. Es hatte heute Nacht Nachtfrost, und ich muss jetzt schauen, dass ich irgendwie warm bleibe bei meiner Radtour. Also hier ist jetzt wirklich sehr kalt, gefühlte 2-3 Grad, und ich freue mich, wenn ich aus dem Wald rauskomme und die Sonne mich wieder aufwärmt. Kaum ist man in der Sonne, wird es wieder wärmer, und vor mir liegt jetzt die Ortschaft Diesen. Diesmal mit frühlingshafter Kulisse. Nachdem meine letzte Wanderung und Radtouren hier im Herbst und Winter waren, ist es auch mal schön. Überall blüht es, die Sonne scheint. Und rechts am Diesener Dorfbächle sammeln teilweise Frauen Bärlauch. Der wächst jetzt auch zu der Jahreszeit. Autos überholt, die an mir vorbeirasen. Nicht so schön. Deshalb bin ich ganz froh, wenn der Neckartalradweg erreicht ist. Ab da an bin ich dann ungestört auf Radwegen unterwegs. Der Neckar bei Dettingen. Der Neckartalradweg ist erreicht, aber auch hier im Neckartal hat es noch erfrischende knappe 4 Grad, aber die Sonne scheint und die wärmt wieder auf, und ich schaue jetzt, dass ich hier zügig vorankomme. Zum einen, dass ich das Starzeltal bald erreiche und in Richtung Schwäbische Alb weiterfahren kann, und zum anderen auch, dass mir warm bleibt. Rechts neben mir am Bahndamm, da ist noch der Reif auf den Pflanzen.
Ein kurzer Blick auf die historische Altstadt von Horb am Neckar. Direkt vor mir der Schurkenturm und auf der Höhe der Schütteturm. Für mich beginnt jetzt gerade somit die schönste Jahreszeit zum Fahrradfahren. Es sind die Wochen im Mai, dann noch Anfang Juli, also circa 6 Wochen. Da beginnt alles zu blühen. Die Knospen gehen auf, alles wird grün, frisches Grün, das man jetzt auch riechen kann. Und links um mich, da zwitschern überall die Vögel, emsiges Treiben. Danach, der Sommer hat auch seine Reize, aber es wird dann halt eben doch schon ganz schön heiß. Die Sonne sticht, man muss aufpassen, dass man sich keinen Sonnenbrand holt. Und auch die ganzen stechenden Insekten sind unterwegs. Aber jetzt heißt erstmal die 6 Wochen Frühling genießen, dann schaut mal weiter. Auch im Sommer kann man schöne Radtouren machen, vor allem im Schwarzwald, wo es im Wald doch noch ein bisschen kühler ist und schattig, dann genieße ich die Dunkelheit. Und als nächstes werde ich erstmal die Neckartalbrücke der A81 unterqueren. Der Eier ist erreicht und ich stehe gerade auf der Brücke, die über die Eier führt. Ebenfalls ein Fluss, der auf der Schwäbischen Alb entspringt, bei Albstadt und Spettingen. Ich könnte jetzt auch der Eier folgen über Balingen in Richtung Reichberg, aber das Eiertal hebe ich mir vom Rückweg auf. Vielleicht die bequeme Variante, da geht es dann flussabwärts, wenn die Beine nicht mehr ganz so frisch sind. Und hier fließt die Eiach flussabwärts in Richtung Neckar. Ganz träge. Am Ende ist noch ein Stauwerk. Aber da ein relativ trockener Frühling ist, wird die auch jetzt nicht viel Wasser führen. Der Rastplatz beim alten Bahnhof von der Ortschaft Eiach lädt alle Radfahrer auf dem Neckartalradweg zum Verweilen ein. Und auch ich mache jetzt eine kleine Pause, werde mal kurz was trinken, denn die heutige Tour soll auch eine Genießertour sein. Vom Streckenumfang hat sie über 100 Kilometer, ist noch relativ zu Beginn der Saison. Die Beine sind noch nicht ganz so fit und deshalb lasse ich alles bisschen ruhiger angehen und ab und zu muss auch mal eine kleine Pause sein. Links neben mir befindet sich die Starzelmündung in der Neckar und ich werde jetzt dem Starzeltal flussaufwärts folgen.
durch Stapfeltal führt jetzt ein sehr schöner Rad- und Wanderweg, das unter anderem auch ein Naturschutzgebiet ist, also landschaftlich einer der Höhepunkte auf der Radtour, den ich auch jetzt genießen werde. Leider ist der Abschnitt relativ kurz und man sollte sich Zeit dabei lassen. Aber ich bin dann auch schon im letzten Jahr mal entlang gewandert. Vielleicht kann man sich denn so eher in Ruhe anschauen. Und ab jetzt heißt es zum ersten Mal nicht mehr flussabwärts fahren, sondern es geht hoch auf die Schwäbische Alb. Also jetzt werden Höhenmeter gemacht. Das Ziel, der Reichberg, der ist ca. 950 Höhenmeter hoch. Also fast die 1000 Höhenmeter werden geknackt. Im Gegensatz zur Aiach ist die Stadze noch mal ein bisschen kleiner, ein relativ beschauliches Flüsschen. Bei meiner damaligen Winterwanderung im November 2016, da war hier alles noch relativ braun, grau, dunkel. Jetzt erstrahlt hier alles im Frühjahrsgrün und ich lasse mich mal überraschen, wie das Tal dann wirkt. Unter anderem verläuft auf dem besonders schönen Wegabschnitt im Starzeltal auch die sogenannte Vesper-Tour, die rund um Rothenburg mit einer Streckenlänge von ca. 40 Kilometer als Radrundtour führt. Und was ich vor lauter landschaftlicher Schönheit auch noch langsam merke, Frühstück liegt jetzt schon gute 2 Stunden her und das war nicht gerade üppig. Ich merke, dass ich eine kleine Stärkung brauchen könnte und werde mir deshalb hier im Starzeltal einen kleinen Rastplatz suchen, wo ich einen kleinen Imbiss zu mir nehmen werde. Und dann geht's weiter, dann kommen die Höhen wieder. Auch hier am Wegrand, da wächst überall der Bärlauch. Der wird jetzt von der Sonne angestrahlt. Und während ich hier vorbeiradel, habe ich ständig den Lauchgeruch leicht in der Nase. Und meinen Rastplatz habe ich gefunden. Es gibt hier zwar kein Bänkle, aber die Sonne scheint seit 12 Grad. Es wird höchste Zeit, dass ich was esse. Und auch heute gibt es die altbewährte Banane. Die gibt relativ gut wieder Kraft, Mineralstoffe und liegt nicht so schwer im Magen. Und hier an der blauen Brücke über die Starzel hat vor 2 Jahren auch mal jemand am Flussufer den Eisvogel gefilmt. Da muss man Zeit mitbringen und Geduld, dann kann man das schöne Naturschauspiel bewundern. Stark
gesagt, geht es jetzt weiter durch Stadtseltal. Und ich habe jetzt ca. 40 Kilometer gemacht heute Morgen. Ist jetzt 10:30 und bis zum Reichberg, das sind bestimmt noch 30 Kilometer. Aber dort möchte ich eigentlich meine Mittagspause machen. Das heißt, bis zur großen Stärkung habe ich jetzt bestimmt noch 30 Kilometer vor mir mit etlichen Höhenmetern. Ende des landschaftlich geschützten Teils des Stadtseltals befindet sich ein Steinbruch. Da heute Freitag ist, wird hier noch kräftig geschafft. Und mein Weg führt jetzt durch den Steinbruch durch. Den Zollernalbkreis habe ich erreicht. Und momentan fahre ich noch der Ortschaft Thierlingen entlang. Aber jetzt geht es schon in Richtung Hechingen. Ein Stück weit hoch auf die Alp und die Landschaft passt sich auch dementsprechend an. Hier weiden jetzt schon die ersten Schafe. Davon werde ich vielleicht heute auf der Schwäbischen Alb oben noch mehr sehen. Und ein paar kleine Lämmer sind auch dabei. Zum ersten Mal kann ich in der Ferne das heutige Tagesziel erkennen. Vor mir der Umriss der Burg Hohenzollern. Ein Stückchen weiter links davon der Sendemast auf dem Reichberg. Dort muss ich jetzt dann hin. Und da mir langsam auf dem Weg hoch auf die Schwäbische Alb richtig warm geworden ist, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, meine lange Ärmel an der Radjacke abzumachen. Die Jacke war in der Anschaffung nicht ganz billig, aber die Option, dass man die Ärmel abmachen kann, die ist echt Gold wert. Und da ich noch ein langes Radtrikot drunter habe, ist das jetzt auch keine ganz so große Umstellung. Mein Körper ist immer noch vor Zugluft geschützt und trotzdem ist es ein Stück weit erfrischender, vor allem wenn ich jetzt dann bald 300 Höhenmeter aufwärts fahren werde. Am Stück. Bevor ich Hechingen erreiche, geht es erstmal durch die Ortschaft Rangendingen auf der Alb. Dass ich an meiner Radjacke die langen Ärmel abgemacht habe, war genau die richtige Entscheidung. Jetzt werde ich durch den Fahrtwind an den Armen angenehm erfrischt. Und ich habe gemerkt, in meiner warmen Radjacke, ich war nur noch im Schwitzen. Und irgendwann lässt dann auch die Leistungsfähigkeit nach. Da kann man noch so viel trinken. Es geht einfach nichts mehr. Der Körper möchte nicht mehr. Die letzten paar Kilometer der Radtour waren nicht ganz so toll. Die gingen erst durch ein großes Industriegebiet und dann führte der Radweg direkt entlang einer vielbefahrenen Landstraße. Aber jetzt bin ich auf einem sehr schönen, idyllischen Wegchen entlang. Noch ca. 9 Kilometer bis Biesingen. Und hier riecht es gerade überall, weil alles blüht. Schade, dass man den ganzen Geruch hier nicht mit der Kamera aufnehmen kann.
Burg Hohenzollern. Ist inzwischen ein ganzes Stückchen näher gerückt. Das bedeutet, ich bin kurz vor Biesingen und dann geht's den Alp drauf hoch. Unterhalb von mir nun die B27, die von Tübingen in Richtung Balingen verläuft, immer entlang am Rand vom Alp drauf. Die habe ich jetzt überquert. Das heißt, ich stehe jetzt unmittelbar vorm Alp drauf, den es zu bewältigen gibt. Ich befinde mich jetzt am Ortsausgang von Tannheim. Es ist ca. 7 Kilometer entfernt von Albstadt und Schmettingen. Und jetzt heißt es noch, den Alp drauf hochzufahren. Da habe ich mich heute für eine nicht ganz so schöne, aber eine sehr effektive Art entschieden. Die offizielle Autostraße neben mir, da fahren sie schon hoch. Ist nicht schön. Aber ich bin solche Strecken schon gewohnt durch die Alpen. Da muss man auch ab und zu über Autostraßen fahren. Vielleicht eine halbe Stunde, dann bin ich oben. Und dann wird es auch höchste Zeit für eine Mittagspause. Mache ich mich ans Werk. Und dort oben kann man schon die Höhe sehen, auf die ich hoch muss. Das sind ca. 300 Höhenmeter über eine Serpentinenstrecke. Erstmal geht es jetzt über die Brücke. Und dann geht's kurvig bergauf. Geschafft. Der Albtraum ist überwunden. Und ich bin auf der Höhe bei Albstadt und Schmettingen. Und auch wieder auf dem schönen Radweg hier. Es war wirklich eine relativ unangenehme Strecke, das Stück. Viel Abgase, viel Verkehr, mehr als was ich gedacht habe. Eigentlich hatte ich vermutet, unter der Woche zur Mittagszeit ist nicht viel los, aber es war die Hölle los. Und jetzt sind es noch ca. 100 Meter bis auf den Reichberg bei Albstadt und Schmettingen. Und da werde ich eine ausgiebige Mittagspause machen. Denn mein Magen, der schreit nach Essen. Und hier die typische Landschaft der Schwäbischen Alb. Leider ist direkt neben mir die Hauptverkehrsstraße. Und nach den letzten Strapazen habe ich das Ziel unmittelbar vor Augen. Dort oben das Sendemasch auf Reichberg. Direkt daneben der Aussichtsturm, der Reichbergturm. Und ein Stück weiter rechts davon das Wanderheim-Nägele-Haus. Und man merkt langsam, dass man sich auf luftiger Höhe befindet. Es weht ein relativ kühler Wind. Und ich denke mal, wenn ich oben eine Pause mache und keinen geschützten Platz finde, werde ich meine Jacke wieder voll komplettieren müssen. Da vorne, ein Stück weit unterhalb vom Nägelhaus,
Das sind ein paar schöne Bänke. Die liegen direkt in der Sonne. Ich glaube, eins von denen wird's. Da mache ich meine Mittagspause. Die Bank, die wird's. Das will man mehr. Sonnenschein, windgeschützt. Jetzt heißt es den Picknickkorb auspacken bzw. meine Radtasche. Und auch diesmal habe ich mich zum Picknick entschlossen, nachdem ich letzten Dezember so Pech bei meiner Winterwanderung hatte mit dem Häkelhaus. Jetzt hat es was Leckeres mit auf Weg gegeben. Schauen wir mal. Mohnbrötchen mit Schinken und wieder mein Zuckerwasser mit Koffein. Diesmal nur ein halber Liter. Ein Liter war doch ein bisschen zu viel. Das wird reichen und jetzt mache ich es mir hier gemütlich. Das Essen hat jetzt gut getan, die Pause auch und jetzt geht's weiter. Und jetzt fahre ich gestärkt die letzten 10 Höhenmeter aufwärts zum Reichbergturm, der auf dem Gipfel vom Reichberg steht. Nachdem ich soeben auf dem geografisch höchsten Punkt der Radtour war, geht es jetzt mal wieder ein Stück weit bergab in Richtung Albstadt und Schmettingen, wo ich dann in Richtung der Eyachquelle fahren werde. Die letzten 2 Kilometer bin ich nochmal Autostraße gefahren in Richtung Albstadt-Dechingen und jetzt stehe ich unmittelbar vor meinem zweiten Ziel der Radtour, der Eyachquelle. Das sind vielleicht noch 500 Meter, dann müsste ich gleich vorstellen, dort entspringt die Eyach und anschließend werde ich dieser auch folgen.